Ich will den Hohepriester treffen. Ich will den Dolch haben. Was war denn das? War Du die. bist nun bereit, unseren Hohepriester zu treffen. Ja, das ist gut. Das war dieser Film mit Eddie Murphy, ne? Wo er den Dolch haben will und dann in diesem Ding drehen muss, um mit dem Hohepriester zu sprechen, mit diesem Mönch, ne? Ich will den Dolch haben. So, gehen wir mal in den Tempel rein. Haben wir eben schon gesehen, wo der ist, ne? Die Brücke, die war ja ganz toll. Ich weiß nur nicht, ob der abgeschlossen war. Hab da nicht mal eine Tür gesehen. Aber egal, gehen wir hin. Wird schon passen. So, komm hier durch. Ab über die Brücke. Juhu! Da gehen wir rein. Ah, das ist die Tür hier hinten, ne? Gibt es hier noch irgendwas, was wir mitklauen können? Wegklauen können? Nee, ne? Also hier oben auf dem Sockel, ne? Da hätten wir die Leertaste drücken müssen. Ist klar. Gut. Schlüssel zum Tor des Thronsaals. Wird der hier sein? Passt. Oh. Ah, hier. Onkel Kartoffelnase. Wie kommst du so schnell hierher? Du hast gute Arbeit geleistet. Triff nun unseren Hohepriester. Nun doch nicht der, oder? Irgend sowas in der Art habe ich befürchtet. Der Sitz des Hohepriesters. Ein kleiner Kerl mit zerzauster Frisur. Genau. Hey, Zwergnase, wo ist denn nun dieser Hohepriester? Unwürdiger, wie redest du mit unserem Hohepriester? Was, du? Schön, dass du meine Prüfungen gemeistert hast, Jack. Ist nicht wahr, oder? Du bist der Hohepriester? Sicher schwer vorstellbar für eine Kartoffelnase wie dich. Die Dinge sind eben nicht immer so, wie sie scheinen, wie du selbst eindrucksvoll mit dem heiligen Tiger unter Beweis gestellt hast. Lass uns aber gleich zur Sache kommen. Schließlich haben wir nicht viel Zeit. Erstmal zu deinen Prüfungen. Beim Finden der Lehre hast du gezeigt, dass du ein geduldiger Mensch bist. Unsere große Maschine hat gezeigt, dass du eher ein Mann des Körpers, denn des Geistes bist. Nun denn, dein Geschick und deinen Mut hast du schon bewiesen. Jetzt beweise dich in der Prüfung der Menschlichkeit. Was ist das? Im Dorf soll eine wichtige Hochzeit stattfinden, wie du weißt. Aber die Situation ist schrecklich verfahren. Bring die Verliebten zusammen. Arrangiere die Hochzeit. Dann wirst du alles gelernt haben. Alles klar? Jo, eine Kamera nehmen wir auch mit. Dann nehmen wir das ganze Jack the Wedding Planner und dann kommen wir auf RTL 2. Oder Super RTL. Bin mir da nicht ganz sicher. Gut, los geht's. Wie genau soll ich das anstellen? Erstmal fragen, ne? Wie genau soll ich das denn anstellen? Komm schon, Jack. Das ist doch wirklich nicht so schwer. Zu einer ordentlichen Hochzeit gehören zwei, die sich lieben. Meist sind das ein Mann und eine Frau. Bring sie einfach zusammen, ja? Ich mache mich auf den Weg. Warte, bevor du gehst. Lass mich dich weihen. Du gehörst nun der Kaste der Kshatriya an. Das ist toll, aber muss man nicht in eine Kaste hineingeboren werden? Wer sagt denn, dass du nicht immer schon ein Kshatriya warst und dies nur nicht wusstest? Geh jetzt. Ach ja, und hier ist noch deine Urkunde. Gut, wir sind jetzt ein Kastenmitglied. Entschuldigt, jetzt hat sich meine Stimme gerade so ein bisschen überschlagen. Aber das macht ja nichts. So, Hintertür, gehen wir mal raus, gucken, was im Garten los ist. Ja, wunderschön. Was haben wir hier? Hier haben wir erstmal nichts. Da haben wir ein Schild. Haben wir hier schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. Was ist das? Heiligtum? Gehen wir hin. Dieser Weg scheint hinauf in die Berge zu führen, aber er ist verschlossen. Okay, gehen wir nicht hin. Weiß noch nicht, was ich in den Bergen will. Das ist immer so anstrengend, so berghoch zu laufen. Ne? Und runter ist ja auch ungesund für die Knie. So, betrete Dorf. Okay, von wo komme ich denn da? Wie ein Ladebildschirm. Haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt, ne? So, wir sind jetzt also in der Kaste. Wir haben die Prüfung gemeistert. War auch ganz tolle Prüfung, ne? Dieser kleine knubbelige Zwergnase ist der Hohepriester. Montgomery sitzt in der Tigerhöhle drinne. Haben wir den da eigentlich rausgeholt? Ich glaube nicht, ne? Der hockt da immer noch und spielt Karten, ne? Aber kann er ja auch. Ach, Mensch. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich diese beiden anderen Töne nicht probiert habe. Also das Miau und das Wuff. Vielleicht hätten sie das ja auch als Brüllen vom Tiger durchgehen lassen. Keine Ahnung. Aber vielleicht finden wir es auch nie wieder raus. Ich weiß nicht. Ihr könnt das Spiel ja auch selbst spielen. Dann probiert es einfach mal aus.
Ich hab's ja hier zu Hause, ich kann's ja immer wieder spielen. Ich muss ja nur hier den Spielstand laden. Ah, danach. So, was ist jetzt? Könntest du eigentlich mal vorwärts gehen, ne? Ich schneide die nicht raus, keine Angst, die bleiben schön drin. Ich glaube, wir kommen jetzt durch diese Sumpftür hier ins Dorf, ne? Oder? Sind wir hier schon mal gewesen? Hey, das ist die Sumpftür von der anderen Seite, ne? Da ist so ein blöder Riegel, den schieben wir jetzt weg. Rupp. Ich kann jetzt nicht mal Luigi seine Wurst bringen, die habe ich nämlich nicht mehr. Vielleicht hat der Metzger noch was. So, jetzt kann ich immer durch den Sumpf zum Tempel, das ist gut. Das alte Grab. Jetzt sind wir doch wieder, wo wir uns auskennen, ne? So, hier waren wir drin. Mit dem Boot sind wir hier gereist. Und jetzt müssen wir die Hochzeit planen. Dafür können wir ins Oberdorf gehen. Aber erstmal gucken wir, was hier vorne so los ist. Einfach mal so ein bisschen Pläuschchen halten. Da ist bestimmt Luigi. So, ihr Jungs, was habt ihr denn zu sagen? Erzähl mal. Tag, Herr Engländer. Hallo. So. Wir müssen etwas gegen den Doktor tun. Das fällt nicht in unser Gebiet. Wir sind Wachen und keine, Doktorjäger. Das ist gut, ne? Aber. Aber der Doktor bedroht das ganze Empire. Wir haben die Situation analysiert und genauestens untersucht, was der Doktor so treibt. Aber wo auch immer wir nachgeprüft haben, zum Beispiel auf dem Dorfplatz. Was auch immer wir unter die Lupe genommen haben, zum Beispiel den Kamin des Hotels. In unzweifelhaft allen Fällen waren alle Formulare ordnungsgemäß ausgefüllt. Ja, da haben wir ja nochmal Glück gehabt, ne? Aber, Aber ne? der Doktor will die Welt versklaven. Tja, uns sind die Hände gebunden. Formal hat er alles richtig gemacht. Und so schlimm wird das schon nicht werden. Nein, ich glaube auch nicht. Das wird schon gehen. Aber wir haben ja noch was anderes zu tun. Tag, Herr Engländer. Hallo. Wir wollen nämlich eine Hochzeit feiern. Ihr müsst mir bei der Hochzeit helfen. Die Hochzeit, wegen der das ganze Dorf seit Wochen in Aufruhr ist. Die wird er wohl meinen. Aber was hast du damit zu schaffen? Wir sind Wachen und keine Priester. Formal hat er alles richtig gemacht. Und so schlimm wird das schon nicht werden. Gut, kleiner Bug im Dialog, ne? Da haben sie den Dr. T einfach mit der Hochzeit vermischt, aber Pandu hilft mir bestimmt. Ich weiß nicht. Was? Doch. Verdammt, ich gebe ja zu, dass es sein könnte. Sag's aber nicht weiter, okay? Vielen Dank fürs Gespräch, geil. Ich weiß nicht. Aber ich habe doch gar nichts gesagt. Stimmt ja. Tut mir leid. Reflex. So wird man halt, wenn einem immer die Schuld gegeben wird. Tja, ist klar. Aber, das kenne ich so gut. Die Leute werden ihre Gründe haben. Das sind doch alles haltlose Behauptungen. Ich hatte nie was mit der Braut. Aber ich habe doch gar nicht behauptet. Böswillige Gerüchte sind das, mehr nicht. Zumindest kann ich mich nicht an eine Affäre erinnern. Das liegt am Kräuterschnaps. Starkes Zeug. Hat bei ihr auch gewirkt. Sie behauptet auch, dass wir nichts hatten. Okay, wir können es nicht beschwören. Das ist mir alles reichlich. Also glaubt den Leuten kein Wort. Da war nichts. Ich bin fast sicher. Gut, er ist fast sicher, dass da nichts war. Vielleicht hilft uns die Information weiter. Oder wir prügeln ihn nachher einfach irgendwie durchs Dorf. So, wann haben wir denn hier vorne noch? Die Hochzeitsoma, ist die noch da? Hier der Lady müssen wir gleich unsere Urkunde zeigen, ne? So, Omi. Luisa. Der junge Mann wieder. Ja, das bin ich. Die Hochzeit muss gelingen. Ja, da will ich für sorgen. So. Der Doktor hat eine Affenarmee losgeschickt. Bald ist alles verloren. Und was soll ich dagegen tun? Die Affen mit meinem Stock verprügeln. Ich würde vermuten, dass sie das schon öfter getan haben. Widerliche Biester, diese Affen. Sie haben es nicht anders verdient. Ich bin Miezekatze. Das erinnert mich an die Omi aus Madagaskar. So. Wollen wir mit Gopesch nochmal reden? Vielleicht können wir den Luigi-Auftrag doch noch durchführen. Erstmal vom Fleischer noch ein Gedicht hören, oder? Da wollte ich nämlich eigentlich hin, aber der Jack, der rennt immer so komisch. Aha. Der Herr Schurke. Hab nichts im Angebot für dich. Okay. Der Doktor hat eine Affenarmee losgeschickt. Die Zeit drängt. Du wirst mich kaum dazu bringen, Affenfleisch anzubieten. Bis später.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Aber der Jack, der erzählt auch jedem, der es nicht hören will, was man hier so los ist. Man kann in den Kaufladen sehen. Ja, ja. Ich will ja in den Kaufladen reingehen. Verschlossen. Verschlossen. Na toll. Okay, Pop hat zugemacht. Man kann in den Kaufladen einen Schminktisch, aber ohne Schminkzeug. Das ist auch gut so. Dieses wilde Rumgeklicke immer. Ich denke mal, die werden alle oben sein und werden sich so ein bisschen aufregen, dass die Hochzeit nicht klappt. Aber sie sagt ja auch immer, es muss gelingen. Dann werden wir mal dafür sorgen, ne? Hä? Oh Mann. Ja, das ist schon so ein bisschen komisch, ne? So, Schätzchen, ich darf jetzt dahin. Halt! Zutritt nur für Angehörige der Kshatriya-Kaste. Wie schön, dass du es ansprichst. Guck mal. Was ist das denn? Nanu, du bist geweiht? Aber... Hat mich ein wenig Schweiß und Nerven gekostet, aber genau so ist es. Seltsam. Aber gut. Willkommen in unserer Gemeinschaft. Danke, Herzchen. Hier ist es, das obere Dorf. Aber Moment, das ist ja Montgomery und meine treulosen Seemänner. Wie sind die denn hier hinaufgekommen? Naja, weißt du, man kann seine Augen auch nicht überall haben. Und im Fall von Mr. Montgomery, nun, er hat ein stattliches Eintrittsgeld gezahlt. Ist klar. Weiterhin befindet sich dort drüben mein armer Sohn ohne Erinnerung. Und seine Verlobte wirst du vermutlich in der Pagode finden. Ach ja, es ist schon traurig, dass das junge Pärchen nicht endlich heiraten kann. Ach, das kriegen wir schon hin. Gopesh, ich habe dir gesagt, dass ich dich hier oben nicht sehen will. Tja, bald ist meine Tochter mit deinem Sohn verheiratet und dann siehst du mich hier jeden Tag. Da freue ich mich ja schon fast, dass mein Sohn die Erinnerung verloren hat. Gut, die zwei können sich gut leiden. Das habe ich jetzt schon mal festgestellt. So, Gopesh, jetzt sitzt du hier rum, ne? Was ist denn das? Das ist doch irgendwas, oder? Ist das was? Da liegt doch ein Besen oder so. Ja, vielleicht bringt es mir jetzt noch nichts. Gut, eine edle Tasse hat er da stehen. Eine reich verzierte Messingtasse. Was sagst du dazu? Ich wusste ja schon immer, dass einiges in meiner Tochter steckt. Aber dass sie unseren Betrieb übernehmen will, hätte ich nie gedacht. Sie hat große Pläne, will unser Geschäft erweitern. Auf die Weltmeere. Wenn wir nur diesen Schlappschwanz wieder fit bekommen, für den sie sich entschieden hat. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Oh, jetzt musste ich gehen, entschuldigt bitte. Wenn ich wüsste, was alles in meiner Tochter steckt. Vor allem der Schlappschwanz, ne? Aber wie können wir Vincent denn, ja genau, Können wir Vincent sein Gedächtnis zurückgeben? Ja, ich zeig dir jetzt mal, wie die Familie Leute dazu bringt, sich zu erinnern. Na, der hat aber viel Zeit beim Laufen. Nur mal hin, Kumpel. Du stehst hier Schmiere. Aber... Was hat er vor? Oh. Ja, verstehe. Geht aber übel wild zur Sache da drin. Hast du es ihm gegeben? So richtig aufs Maul? Der Junge weiß nichts. Ja, schön. Das hat ja geklappt. Sohnemann, was machst du hier oben? Ich bringe diesen verdammten Schnösel wieder zu Verstand. Das mache ich hier. Du hast doch aber gar keine Ahnung von Verstand. Okay, Mutti ist jetzt auch hier oben. Mensch, hier ist ja was los. So, jetzt können wir erstmal wahrscheinlich wieder jede Menge Dialoge führen. Da steht sie jetzt, ne? Die Luise. Wir sind noch nicht viel weiter gekommen. Ja, das habe ich gesehen.
So, das war aber ziemlich fies, ne? Das war aber fies mit Vincent. Naja, leider hat es nicht funktioniert. Vielleicht, wenn ich einfach noch etwas fester... Nee, lass das mal. Was hat es mit der Tasse auf sich? Diese eine Tasse hat die alte Schachtel nicht gepfändet. Alles hat sie mir genommen. Gnadenlos, diese Frau. Aber die Tasse nicht. Dieser Triumph ist mir geblieben. Ich habe hier noch zu tun. Ja, ich denke, das, was wir zu tun haben, hat mit Sicherheit auch mit seiner dusseligen Tasse zu tun. Ne? Aber das finden wir in der nächsten Folge von Jacqueline aus. Wisst ihr Bescheid. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi.